So, und nun freue ich mich, ihn an meiner Seite zu wissen, den Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Groß- und Außenhandels Sachsen, Herrn Carsten Zobel. Herr Zobel, glauben Sie, dass Dresden eine Sportstadt ist? Dresden ist eine Sportstadt mit einer ganz großen Vielfalt für die Größe und die Finanzkraft, die wir haben. Wir haben ja nicht nur die Fußballer bei Dynamo, die Volleyballer vom DSC, sondern insgesamt 7 Olympiateilnehmer, eine Sportschule und ein großes Vereinsleben. Und glauben Sie auch, dass die Sportlerinnen und Sportler, die in sogenannten Randsportarten sich bewegen, aber sehr, sehr erfolgreich sind, entsprechend auch Anerkennung genießen in Dresden? Das ist ja gerade das Problem, denke ich. Nehmen Sie die Fußballer für Dynamo Dresden, im letzten Jahr 37. des deutschen Profifußballs geworden. Und die kennt man, auf der anderen Seite kennt man die 7 Olympiateilnehmer aus Dresden kaum mit Namen. Dabei sind Welt- und Europameister im Kanu und im Wasserspringen dabei. Wie kann man jetzt aber dieses Ungleichgewicht ändern? Na, eine Möglichkeit ist ja das Top-Sponsoring Dresden, indem man den Sportlern mehr Aufmerksamkeit bietet, gewährt für die Leistungen, die sie ohne weiteres bringen, indem man ihnen allerdings auch hilft im Alltag, dass sie sich wirklich auf den Sport konzentrieren kann, indem man ihn individuell und finanziell unterstützt. Auf der anderen Seite Unternehmen zum Beispiel ihnen auch Perspektiven während des Sportes und nach dem Sport bieten können. Jetzt so ein Projekt wie zum Beispiel Top-Sponsoring Dresden gut zu finden, ist die eine Seite. Es zu unterstützen, ist die andere. Sie haben sich dazu entschlossen, dieses Projekt mit zu unterstützen. Was waren Ihre Beweggründe? Na, man kann das nicht gut finden, dass die Randsportler nicht die Aufmerksamkeit haben, oder man kann was dafür tun. Und wenn wir jeder ein bisschen was dafür tun, dann ist diesen Sportlern viel geholfen. Das Top-Sponsoring ist in der Lage, die Hilfe vieler zu bündeln und wirklich an die Sportler direkt weiterzugeben, die es nötig haben und die es auch verdient haben mit ihren Leistungen. Gibt es denn neben der Unterstützung für die Sportler auch andere Vorteile, vielleicht für die Unternehmen und die Einzelpersonen, die sagen, wir wollen mitmachen bei diesem Netzwerk, wir wollen die Sportler auch unterstützen? Welche Benefits gibt es da? Das ist doch relativ einfach. Es ist ein wunderbares Netzwerk, was auch uns als Unternehmern oder mir als Arbeitgeberverband und damit mein Mitgliedsunternehmen Bekanntheit bringt, Kontakte bringt, geschäftliche Kontakte bringt. Auf der anderen Seite können wir vielleicht auch den einen oder anderen Sportler kennenlernen, der bei uns im Unternehmen, in dem Mitgliedsunternehmen, als Arbeitnehmer oder Auszubildender eingestellt wird. Schauen Sie, ich habe in meiner Kanzlei eine ehemalige Spitzensportlerin als Auszubildende gewinnen können und deren Erfahrung, deren Selbstdisziplin, deren Selbsteinteilung ihrer Freizeit, das ist für uns alle ein großes Vorbild und eine große Hilfe. Herr Zobel, recht herzlichen Dank. Ich glaube, hier haben wir wirklich jemanden gesehen, der das Herz für den Sport am rechten Fleck hat. Und wir hoffen natürlich, dass er weiterhin auch das Projekt Top-Sponsoring Dresden unterstützt.